So, hallo, wir machen weiter. Bei I Wanna Maker. Letztes Mal haben wir drei Level vom Echo Mask gespielt, wobei das dritte Level, dieses Weihnachtslevel, da sind wir noch ein bisschen an den hängenden Äpfeln hängen geblieben. Da müssen wir mal noch angucken, was da so für vielleicht kann er mir das noch besser erklären, als ich es bisher rausgefunden habe. Ich lasse das Level jetzt erstmal liegen. Und, ach, guck mal, Getting Orbit haben wir schon versucht. Das lassen wir auch erstmal liegen. Dann haben wir jetzt wieder dieses Chillers-Level, wo ich gesagt habe, das muss ich nochmal spielen. Ne, das haben wir mal angefangen und dann bin ich hängen geblieben. Und mittlerweile bin ich aber schlauer, wie es geht. Deswegen gehen wir da nochmal durch. Das möchte ich gerne nochmal probieren. Das ist ein Revisit jetzt mit mehr Wissen. Das Problem war bei dem Level... Ah, das war dumm. Das Problem war bei dem Level, dass ich diese Holzplattformen noch nicht richtig verstanden hatte. Und nicht wusste, wie man da hochkommt. Aber das hat sich jetzt erledigt. Jetzt weiß ich das. Das war im, ich glaube, im dritten Raum kommt das erst, das Problem. Das heißt, wir müssen bis zum dritten Raum nochmal spielen. Das ist jetzt alt. Und dann sollte es aber besser laufen. Mal gucken. Ich bin gespannt. Ich werde es jetzt nicht den ganzen Part überprobieren, ne? Mist. Ich werde es jetzt nicht den ganzen Part überprobieren. Vielleicht doch. Ich sollte solche Sachen nicht sagen. Ich sollte sowas einfach nicht sagen, weil wenn es dann am Ende doch so ist, dann heißt es wieder, ja, aber du hast gesagt. Sagen wir es anders. Ich habe vor, es nicht den ganzen Part überzuspielen. Sollte es doch passieren, dann ist das so. So, jetzt klingt es besser. Dann sage ich nicht, ich werde nicht, sondern vielleicht werde ich doch, aber ich habe es nicht vor. So, die Stelle war böse. Ich habe so gehofft, ich komme durch. I have so much hope. I had so much hope. But hope died. Ist das im Englischen eigentlich auch? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Hope dies last. Oder at least. I don't know. Warum wäre es richtig? Man weiß es nicht. So. Ach ja, das war der Quatsch. I remember. Wie ging das denn? Ach ja. I remember. I remember richtig jetzt. Oh Gott, ja. Da war was. Oh boy. Dann ist es sogar der vierte Raum gewesen, ne? Dann ist es sogar der vierte Raum gewesen. Dann ist es sogar der vierte Raum gewesen, weil den dritten Raum, der war mit den Pfeilen hoch und runter, glaube ich. Also nicht hoch und runter, aber mit den Pfeilen war der. Jetzt weiß ich nicht mehr, brauchte ich den da hinten? Ja, ich brauche den da hinten. Komm her, Kollege. Da muss ich nochmal springen. Ach, scheiße. Da musste ich nochmal springen. Ah, es lief so gut. Das ist dann auch so Musik, da kommt man sich einfach dumm vor, wenn man stirbt. Dabei ist es halt schon wirklich ein schwieriges... Komm zurück. Level. Nein! Come on! Alter, können wir das einmal verhindern?
Yes. Genau das, das war doch mit hoch und runter, siehst du? Weil ich mich doch richtig erinnert und dann wieder falsch erinnert. Das war nicht so schlimm. Ah, doch, das war das mit den Äpfeln, die dann da hinten runterschießen. I remember. Aber ich glaube, das ging auch okay. Ja. So, und hier, dieses Ding hier, dieses Brett war das Problem. Ich bin da nicht hochgekommen. Ich habe nicht verstanden, wie man da hochkommt. Aber man muss einfach die Sprungtaste gedrückt halten, dann sollte man da hochkommen. Deswegen werden wir genau das jetzt probieren müssen. Erstmal muss ich wieder hinkommen, ne, ist klar. Ah, das war der Mist mit dem Wasser da unten. Böse Erinnerungen, aber wir kriegen das hin. Ja, wenn ich es getimed bekomme, dann kriegen wir es vielleicht hin. Oh, da darf ich nicht einfach loslaufen. Sagte er und läuft einfach los. Ach, wieso springe ich denn? Jetzt passt's. Sehr schön. So. Weil jetzt muss ich nämlich Folgendes tun. Ich muss hier schießen und ich muss da oben landen. Gut. Aber da sind wir bisher nicht weitergekommen. Na, wenn wir da oben bei dem Stern landen, dann wären wir mal weiter. Dann könnten wir vielleicht das Level tatsächlich mal abschließen. Das Level ist nämlich echt schön. Ich würde es gerne abgeschlossen haben. So. Heiliges Stachel. Wie lange haben wir jetzt hierher gebraucht? 7 Minuten, okay. Also ich sag mal, bis 15 Minuten mindestens spielen wir das Level. Ich meine, es ist der letzte Raum. So, da drüben ist das Ziel. Also, es ist halt nicht mehr viel danach. Es wäre halt schon wünschenswert, sag ich mal, das zu schaffen. Oh, es hat nicht gereicht. Es reicht nicht. Oh, es reicht immer noch nicht. Also ich habe trotzdem noch Probleme hochzukommen. Also ich halte die Sprungtaste gedrückt. Ich glaube, das musste man machen, ne, damit man sich so hochzieht. Aber es hat noch nicht gereicht. Das ist natürlich etwas ärgerlich. Ich dachte, mit meinem neuen Wissen ist das jetzt nicht mehr das große Problem. Aber es bleibt das große Problem. Ach, ich muss noch mal drücken, wenn ich... Got it. Ich muss noch mal die Sprungtaste drücken und dann... Ich darf die nicht gedrückt halten, sondern ich muss die noch mal drücken, um mich hochzuziehen. Ja, jetze. Jetze. Vielleicht. Also wir werden es gleich sehen, ob wirklich jetze. Ja. Ja. Okay. Okay. Ja, das muss man halt wissen. Das muss man halt wischen. Ach gut. Das muss man halt wischen. So. Jetzt haben wir den Dreifachsprung. Jetzt ist die güldene Frage: Wie geht weiter? An sich sehe ich nur einen Weg. Ich muss hier schießen.
Das hat nicht funktioniert. Okay, wie geht's weiter, wenn ich da oben bin? Ich dachte, ich kann den hier abschießen, aber hat nicht funktioniert. Ich kann hier nirgends stehen, das ist alles tot. Der ist aus. Der ist an. Ich kann hier nirgends stehen. Vielleicht kann ich doch von hier aus so schießen, dass der, also dass ich hier, das muss ich ausprobieren. Ja. Aber das Hochziehen, das war der große Skill, also nicht Skill, das war die Information, die mir gefehlt hat, dass ich mich da hochziehen kann. Ja, das war das, was gemeint wurde. Okay. Wenn man in dem Brett drin ist und nochmal die Sprungtaste drückt, dann zieht man sich hoch. Dann ist klar, dass der Sprung für mich unmöglich erschien. Dann ist alles klar. Ja, jetzt darf ich halt nur nicht in der Stachel landen. Aber sehr gut, wir kommen weiter. Wir kommen weiter. Sehr, sehr schön. Wir werden das Level abschließen. Noch in diesem Part werden wir das Level abschließen. Und das sage ich jetzt ganz bewusst mit werden, denn wir werden. Weil jetzt werde ich auf jeden Fall so lange spielen, bis ich es habe. Jetzt weiß ich ja, dass der Sprung geht. Jetzt ist ja das Hauptproblem des Levels geklärt. Alles andere ist jetzt halt noch rausfinden, wie der Schluss funktioniert. Aber das Hauptproblem, was ich hatte, ist ja geklärt. Sehr gut. Oh, da war zu schnell. Sehr, sehr gut. Ja, es ist so einfach, wenn man es weiß. Oh, ist das ärgerlich. So, die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, kann ich? Nee, ich kann das nicht abschießen, wenn ich da oben bin. Okay. Also ich dachte eigentlich, wenn das hier jetzt aus wäre, was es nicht ist, obviously. Aber wenn das hier, wenn das hier an wäre, dann ist ja das hier aus. Das hier muss aus sein. Ich dachte, ich muss hier so durchspringen. Oh, ich muss hier gegen den schießen. Oh, ich muss hier runterspringen, muss gegen den schießen. Und dann komme ich hier durch. Oh, Mama Mia. Okay. Okay, das war gar nicht so schlimm. Ja, das reicht nicht. Das war klar. Jetzt muss ich diesen Sprung hier schaffen. Okay, das war auch gar nicht so schlimm. Oh, Mann. Ich habe Angst. Oh, ich habe kurz rausgeklickt. Muss ich. Das ist der letzte Sprung. Das ist der letzte schwierige Sprung. Nein! Okay. Wahrscheinlich habe ich jetzt diese zwei Sprünge durch Zufall einfach nur wieder geschafft und die sind in Wirklichkeit doch ganz schlimm. Es ist doch immer so, beim ersten Mal schafft man es und dann nie wieder. Kenne ich doch schon von mir. Okay, das ging. Ja, okay, aber das geht auch. Ich komme da durch. Es ist okay, es ist okay. Selbst wenn ich jetzt dort ein paar Mal sterben sollte, es ist okay, es ist machbar. Es ist nicht so schlimm, wie es ausgesehen hat. In meiner Wahrnehmung. Aber dieses Hochziehen hat mir gefehlt. Ah. Ja, das ist eigentlich echt einfach. Das ist auch nicht schlimm. Und das war's. Yes! Puh! Finally! Like habe ich schon gegeben, weil das Level cool war.
Sehr schön. Damit haben wir alles gespielt aus der Liste, was ich spielen wollte. Und ich kann die Level wieder rauslöschen. Bis auf, ich weiß, das Weihnachtslevel. Das bleibt noch drin. Aber alle anderen... Ah, das Close Encounters bleibt auch. Ach komm, das Close Encounters können wir uns auch mal kurz nochmal angucken. So, die haben wir alle gespielt. Sehr schön. Wir lassen Getting Over It auch mal drinne. Vielleicht spiele ich es irgendwann nochmal, wenn ich ganz viel Lust habe. Aber ja. Und diesmal habe ich es auch gesaved und gehe nicht raus vorher, weil ich dumm bin. Wie lange ist dieses Ding? Ich meine, es ist halt effektiv nur dieser Screen wahrscheinlich. Und dann kommt wahrscheinlich schon das Ziel. Ich meine, ist das wirklich so schwierig? Oder ich denke, jetzt, wo ich so ein bisschen öfter das Spiel gespielt habe. Warte, wie ging das denn am Anfang? Ach, ich kann hier stehen. Moin. Ich muss halt relativ viel am Anfang schaffen, um zum ersten Checkpoint zu kommen. Mist. Ich weiß vor allem nicht mehr, wie weit wir damals gekommen sind. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber ich würde schon gerne hier weiterkommen. Ich würde es gerne mal schaffen. Alleine schon, weil es eines der ersten Level ist, was wir gespielt haben. Ne? Mist. Mist. Okay, nur noch der Sprung, um zum Checkpoint zu kommen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das ist dann der Part der Revanche. Das ist der Revanche-Part. Alte Level, die wir noch nicht gespielt haben, schaffen. Mist. Nur auf die Uhr schauen, dass ich nicht zu lange spiele. Weil wir jetzt ja schon das erste Level, das war schon 15 Minuten. Ach komm schon, ich will wieder da nach hinten. Da hinten ist cool. Da hinten will ich sein. Ja, hier will ich sein. Dankeschön. Sehr gut. Nein! Schade. Hätte ja sein können, dass es funktioniert. Nein! Nein! Ich wollte gerade sagen, yes, aber es war zu früh. Eigentlich hatte ich das Gefühl, ich komme durch. Mein Gefühl sagte mir, du kommst durch. Die Realität sagte mir, du stirbst an der Stachel. But it's fine. You know. Just jumping around a bit. Oh my god. It's fine. Mein Erfolg in dem Level, in dem Part habe ich ja schon. Also mein Erfolg habe ich ja schon. Den kann mir yes! Yes! Den kann mir keiner. Ich wollte gerade gucken, ob ich hier oben sterbe, aber ich meine, ich komme eh nicht an den Rand, von daher ist es egal. So, jetzt gut, dass hier ein Checkpoint ist. Holy moly. Jetzt kann ich hier durch und dann hier in die Lücke und dann hier durch. Okay. Es ist halt schon cool gebaut. Ja, und es sieht auch schön aus. Deswegen will ich das Level schon gerne abschließen. Oh boy!
Das geht nicht, wie ich dachte. Das geht nicht, wie ich dachte. Da muss es einen anderen Weg geben. Aber welchen? Da komme ich nicht hoch mit einem Sprung. Das haut nicht hin. Da kann ich mich auf den Kopf stellen. Dann muss ich darüber zu der anderen Box. Okay. Komme ich da so durch? Ja. Das wäre es fast gewesen. Okay. Ich komme da durch. Nein. Nein. Ach, komm schon. Da. Yes! Jetzt komm, 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 gönn. Yes! Okay, jetzt der letzte Sprung. Yes! Jetzt nur vorsichtig nach oben, ganz vorsichtig. Oh. Da kommt noch ein bisschen was. Ich lasse mich immer von den Weltrekorden so verwirren. Ich denke, so halbe Minute braucht man für den ersten Teil. Nee. Die laufen da in 15 Sekunden durch. Oder weniger. Oh, Himmel, hilf. Ich dachte, wir sind durch. Ich hätte wirklich gedacht, jetzt kommt das Ziel. Ja gut, ne? Oh, weia, 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 oh, weia. Ja! Oh Gott, wir sind so schnell zum nächsten Checkpoint. Sehr, sehr gut. Das hat Motivationsschub gegeben. Oh Gott, der Sprung. Der Sprung da oben durch. Yo! Ach so, ich muss da stehen bleiben. Ah, okay, ich muss noch... Ich meine, ich habe ja den Doppelsprung noch. Den kann ich ja nutzen, um da ein bisschen zu manövrieren. Aber da unten ist direkt der nächste Checkpoint. Also die Checkpoint-Politik in dem Level ist auch absolut großartig. Aber ich habe eigentlich, ich kann den Sprung eigentlich kaum einsetzen, um da nochmal zu manövrieren, weil dann bauen sich in die Stachel rein. Sag mal. Ja, genau. Okay, jetzt wird's interessant. Leider haben wir den interessanten Part noch gar nicht gesehen. Jo, okay. Aber das ist der letzte Teil vom Checkpoint. Insofern ist das okay. Nochmal ein paar schwierige Sprünge vor dem Checkpoint. Why not? No? Why not? Meine, mir fallen viele Gründe ein, why not? Aber man muss es ja nicht übertreiben. Come on! Er kommt nicht on. Na komm schon, so jetzt. Nein! Nee! Nee! Yes! So. Mano! Brech. 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 Er spielt denn sowas am Stück und schafft das alles in 30 Sekunden. Das ist insane. Blocker OP. Ja, OP. Richtig. OP trifft es. Es ist einfach insane. Nee. 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 Ah, der untere Teil da wird echt böse.
Wir sind schön zum ersten Checkpoint gekommen. Das war gut, aber jetzt haben wir ein Problem. Mamma mia. Ach Mann! Es wird nicht besser. Nein, ich komme nicht mehr hin. Ich drücke immer zu bald nach links. So. Okay, das war wieder gut. Das war wieder so der Moment, der mir gezeigt hat, okay, es funktioniert auf irgendeine Art und Weise und du wirst es irgendwie hinkriegen. Wieder fast den Bildschirm angespuckt. Yes! Nein! Zu bald. Zu bald. Nein, kommt viel zu selten darunter. Ah, oh, ich komme viel zu selten darunter, als dass ich das auch. Oh Mann. Wir hätten es vorhin fast haben können. Es ist so ärgerlich. Jetzt bin ich wieder da oben. Huch. Also, es gibt's doch nicht. Nein! Ich meine, ich. Ja. So einen leichten Hopser kann ich vielleicht noch mal machen da unten. Aber keinen großen. Wenn ich merke, es passt nicht. Aber ich merke ich sowieso zu spät. Bruder! Langsam wird es zeitlich etwas knapp.
Okay. Ja, okay. Manu. Oh, da ist eine Wand. Da ist eine Wand. Dann kann ich das ja viel besser manövrieren. Ich dachte, da sterbe ich. Ja, lol, ey. Ah, Mann, der Sprung danach, der ist richtig böse. Also der hier ist ja noch nicht mal der böse Sprung. Den versage ich zwar oft, aber ich weiß ja, wie er geht. Den danach weiß ich halt noch nicht, wie er geht. Nein. 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 Uiuiui. Alter, die... Here we go again. Ja! Erstmal durchschnaufen. What now? Okay, das geht klar. Das geht auch klar. Also auch wenn ich sterbe, aber es geht klar, ne? Ich weiß, wie es geht, das meine ich damit. Okay, ja, so in etwa. Was danach kommt, sieht eigentlich auch machbar aus. To be honest. Aber wir werden sehen, ob ich da länger sitze als an dem Fall gerade eben. Also der Fall gerade eben war für mich bisher das Schlimmste vom Level. Das hier sieht eigentlich okay aus. Ist halt Präzision und damit schwierig, aber okay. Nicht so unkontrollierbar wie der Fall. Bin nur etwas nervös wegen der Zeit. Das ist alles.
Mehr ist es nicht. Ganz ruhig. Hilfe! Geht der nächste Wecker los? Ich hab zu viele Wecker! So, stopp hier, aus. Böse. Bin doch schon seit Ewigkeiten wach. So. Sag ich doch, das geht. Okay, das sieht eigentlich aus, wie wenn ich das mit einem Schwung mache. Ja. Ja. Puh. Okay. What now? Okay, da drüben landen. So. Dann da oben landen. Oh Gott, oh Gott. Okay, das ist ein interessanter Sprung. Von da drüben da hoch. Ah, der Sprung da drüben wird böse. Ja, und dann nochmal hochhüpfen. Ja, und jetzt ganz vorsichtig. Das war nicht ganz vorsichtig. Das war auch nicht ganz vorsichtig. Ja! Komm schon, komm schon. Gönn. Nicht sterben. Ja. Okay, letzte Sprünge. Dann haben wir es. Die letzten Sprünge. Was ich gerade noch nicht verstehe, ist, wie es von hier aus weitergeht. Kann ich da oben drauf stehen? Weil das ist doch eine Stachel. Eigentlich. Wenn die verkehrt rum sind, kann ich dann da drauf stehen? Eigentlich nicht, ne? Oder doch? Keine Ahnung. Ich muss hier stehen können, weil woanders kann ich nicht hin. Oh, doch. Ich kann hier durch. Ah, hier hin. Hier durch. Hier durch. Okay, verstanden. Aber erstmal in dieser Lücke landen. Okay. Okay. Es sind halt nochmals ganz viele Präzisionssprünge. Aber wir kriegen das hin. Nein, das wäre gut gewesen. Hätten wir nicht damit gerechnet, deswegen habe ich nicht weitergespielt. Was ärgerlich ist, man sollte immer weiterspielen. Selbst wenn man denkt, es wird nichts. Aufhören kann ich auch noch, wenn ich tot bin. Nein!
Wer spielt das in einer halben Minute? Picker Blocker OP, du Spinner. Alter. Das ist sick, Mann. Da muss man halt so ein Feingefühl haben für den... Ach, ja, ist ja gut, ich bin wach. Lass mich in Ruhe. Für den Kram. So ein Feingefühl. So ein feine Gefühl. Ah. Ich würde gerne nicht den Part bis zu einer Stunde werden lassen. Okay. Das ist an meiner Hand. Wir können es jetzt beenden. Es ist in meiner Hand. Wir können es jetzt beenden. Wir beenden es noch nicht. Niedrig und zu hoch. Nächstes Mal gehen wir durch. Bisschen zu niedrig noch. Ah! Ah. Wir kommen durch. Irgendwann kommen wir ins Ziel. Alles gut. Es ist alles gut. Irgendwann kommen wir in dieses Ziel. Vielleicht jetzt die neue Chance. Leider den gleichen Fehler wie vorhin gemacht. Die nächste Chance. Ich muss höher kommen. Ich muss höher als dieses Stachel kommen. Yes! Puh. Junge! So, den Weltrekord gucken wir uns an. Ich meine, mir ist klar, wie man ihn spielt. Aber einfach nur, um es zu sehen. Einfach nur, um zu sehen, wie dieser Spinner mit einem Stück durchkommt. Ich meine, das gibt's doch nicht. Ich meine, schaut euch an, wie viele Versuche er hatte, ne? Ich meine, da sieht man ja die ganzen Ghosts. Aber das ist halt schon insane. Wenn man das gerade selber gespielt hat und das sieht. Wahnsinn. Es sieht so einfach aus. Es sieht so einfach aus, wenn man es am Stück einfach sieht. Aber es ist so schwierig gewesen. Boah. Aber we did it. Damit kann auch dieses Ding raus aus der Playlist. Sehr nices Level. Sehr nices Level. Und eins der ersten, was wir hier gefunden hatten. Deswegen auf jeden Fall ein Anliegen von mir, das zu spielen. So, danke fürs Zuschauen. Und tschüss.